Herzlich willkommen beim Ländle TV Wetter. Wir haben es derzeit mit einer sehr schönen sommerlichen Wetterlage zu tun. Dennoch ist die Luftmasse schwül, labil und somit bilden sich besonders ab der zweiten Tageshälfte Schauer und teils heftige Wärmegewitter. Und auch genau in dieser Tonart geht es bei uns am Mittwoch weiter. Der Mittwoch startet besonders über dem Rheintal noch mit viel Sonnenschein. Sonst ziehen schon ein paar mittelhohe und hohe Wolkenfelder durch. Und besonders über den Bergen bilden sich auch schon größere Quellwolken. In der Früh ist es schon sehr mild, mit rund 16 bis 17 Grad im Rheintal. Tagsüber wird es dann sommerlich warm. Es werden verbreitet 26 bis 27 Grad erreicht. Punktuell sind auch vielleicht 28 Grad möglich. Im Laufe des Nachmittags bilden sich dann auch immer größere Quellwolken. Und von den Bergen ausgehend, in etwa von der Adelbergregion und auch vom Bregenzer Wald ausgehend, kommt es dann zu den ersten teils kräftigen Wärmegewittern und auch Regenschauern. Die können von Starkregen und auch kleinerem Hagel begleitet werden. Am Abend ist dann ebenfalls über dem Rheintal ein kräftiges Wärmegewitter nicht ganz ausgeschlossen. Auch auf der Höhe ist es morgen nochmals warm. Auf der Bieler Höhe hat es morgen in rund 2000 Meter um die 7-8 Grad plus. Und am Donnerstag geht es dann mit der schwülwarmen, aber auch sonnigen Wetterlage weiter. Es bilden sich im Tagesverlauf erneut teils kräftige Regenschauer und Gewitter und die Temperaturen erreichen rund 25 Grad. Ähnlich geht es dann am Freitag weiter. Sonnenschein zunächst ab den Mittagsstunden, teils kräftige Regenschauer und auch ein paar Wärmegewitter bei erneut rund 25 Grad. Am Samstag ist das Gewitterrisiko wahrscheinlich etwas geringer, dennoch dürfen wir Wärmegewitter in den Nachmittags- und Abendstunden nicht ausschließen. Die Temperaturen legen ein wenig zu und erreichen bis zu 27 Grad. Das war's vom Kachelmann Wetter für Ländle TV. Mehr auf kachelmannwetter.com. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.